Ja, herzlich willkommen hier zu unserem Podiumsgespräch Verbot der Sklaverei beim 5. Internationalen Menschenrechte-Symposium. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier im Saal in Mauthausen und herzlich willkommen allen, die uns online per Livestream folgen. Es ist wieder ein besonderes Jahr und das Menschenrechte-Symposium findet unter besonderen Herausforderungen statt. Und ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, das Podiumsgespräch digital zu führen, sodass Sie zu Hause heute, aber auch in den nächsten Wochen und Monaten diesem folgen können. Ich möchte mich herzlich bedanken bei allen, die hierher gekommen sind, bei Ihnen als Publikum, bei unseren Teilnehmern am Podium, beim Herrn Moderator Wolfgang Ritschl, herzlichen Dank, dass Sie das Gespräch vorbereitet haben und heute moderieren, beim Herrn Buchner, beim Herrn Schulmeister, bei der Frau Schweizer und beim Herrn Diering. Sie werden sich persönlich dann ja noch vorstellen. Herzlichen Dank auch bei unserem Livestream-Team Dreh und Schnitt und bei Klaus Lehner, der für die Technik sorgt. Ich wünsche Ihnen ein spannendes Gespräch, einen interessanten Abend und viele interessante Diskussionen zu diesem Thema. Ja, vielen Dank für diese einleitenden Worte. Verbot der Sklaverei. Während sich im Europa des 18. Jahrhunderts die Ideen der Aufklärung allmählich durchzusetzen begannen, erlebte die Sklaverei im Dienste von Europäern einen Aufschwung. Selbst John Locke, ein Vordenker der Aufklärung, investierte in den Sklavenhandel und der große Humanist Voltaire protestierte nicht, als ein Sklavenschiff nach ihm benannt werden sollte. Und doch regte sich dann irgendwann das Gewissen, zumindest bei einer kleinen Gruppe von Menschen, die Bescheid wussten über den Sklavenhandel. Engagierte Personen, darunter auch ehemalige Sklavenhändler sowie befreite Sklaven, fanden sich dann Ende des 18. Jahrhunderts zusammen, um die erste öffentliche Kampagne mit Breitenwirkung zu starten. Da gab es Postwurfsendungen, Poster, Buchtourneen, Flyer mit dem Aufruf zum Boykott bestimmter Waren und das hat dann schließlich Früchte getragen. 1807 hat der britische König Georg III. Dann seine Unterschrift unter eine Regierungsvorlage zum Abolitionsgesetz gesetzt, also zur Abschaffung der Sklaverei. Beteiligung am Sklavenhandel wurde zunächst zum Schwerverbrechen erklärt, dann zur Piraterei. Und jetzt, 214 Jahre später, sitzen wir auf diesem Podium, um über das Verbot der Sklaverei zu diskutieren, weil sie nämlich trotz aller Verbote immer noch existiert. Und zwar als Milliardengeschäft, profitabler als Drogen- und Waffenhandel. Auch wenn Zahlen in diesem Bereich jetzt nie präzise sein können, geht man davon aus, dass etwa weltweit 30 Millionen Menschen in Bedingungen der Sklaverei leben. Nicht nur in irgendwelchen fernen, armen Ländern, sondern auch hier in Europa, in Österreich. Warum und wie das möglich ist und was man dagegen tun kann, das wollen wir hier und heute erörtern. Fragen aus dem Publikum sind willkommen. Wir haben dafür die letzte Viertelstunde, also 18:45 bis 19 Uhr, reserviert, denn wir müssen pünktlich um 19 Uhr aufhören, damit der Saal dann hergerichtet werden kann für den Poetry Slam über Zwangsarbeit 4.0 um 19.30 Uhr. Auf dem Podium begrüßen darf ich Albin Diering von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, ein Strafrechtsexperte, der einige Studien über moderne Formen der Sklaverei verfasst hat. Rechts außen sitzt von mir aus gesehen Manfred Buchner, er ist Psychologe und psychosozialer Prozessbegleiter für Betroffene von Gewalt in Gerichtsverfahren. Er ist Leiter der Opferschutzeinrichtung MenWir für männliche Betroffene von Menschenhandel und das seit 2013. Stefan Schulmeister ist Jurist und Ökonom, der nicht nur in Bestsellern gegen den Neoliberalismus anschreibt, sondern sich etwa auch in der Bürgerinitiative für ein Lieferkettengesetz engagiert. Und last but not least darf ich Sabine Schweizer begrüßen. Sie ist Historikerin, hat sich im Rahmen der Historikerkommission mit Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in der niederösterreichischen Landwirtschaft auseinandergesetzt. Ich habe im Vorfeld alle Podiumsgäste ersucht, ein Beispiel von Sklaverei vorzubereiten, das typisch für Ihren Bereich bzw. auch Ihre persönliche Erfahrung ist, um dann in der Folge anhand dieses konkreten Beispiels weiter diskutieren zu können, wie man diese Form von Sklaverei oder Ausbeutung aufzeigen kann und vor allem, was man tun kann, damit das nicht weiter vorkommt.
Beginnen möchte ich mit Ihnen, Herr Buchner, weil Sie im Rahmen Ihrer Arbeit ja ganz konkrete Fälle betreuen und vor Gericht begleiten, und zwar nicht Sexarbeiterinnen, wo man ja weiß, dass diese oft im Rahmen von Menschenhandel ins Land gekommen sind, meist angelockt von Versprechen auf seriöse Jobs, die dann unter Gewaltandrohung absurd hohe Beträge für ihre Beschützer abarbeiten müssen. Sie, Herr Buchner, haben es mit Männern zu tun, die Opfer werden, zum Beispiel im Baugewerbe. Ja, zuerst vielen Dank für die Einladung und die einleitenden Worte. Ich wurde schon vorgestellt, ich leite die Opferschutzeinrichtung MENWIR gemeinsam mit meinem Kollegen Markus Zingerle. Uns gibt es seit 2013. Wir betreuen österreichweit von Menschenhandel betroffene Männer. Wir sind auch Teil des nationalen Aktionsplans gegen Menschenhandel und sind auch Teil der Taskforce gegen Menschenhandel, die ständig etwas tut gegen diese Formen schwerer Ausbeutung in Österreich. Zwei Worte zu unserer Tätigkeit. Wir haben es natürlich auch mit Klischees zu tun. Menschenhandel gäbe es irgendwo anders. Das ist aber nicht der Fall. Menschenhandel gibt es auch in Österreich, mitten unter uns, in bestimmten Branchen. Männer treten oft als Täter in Erscheinung, aber Männer sind auch Opfer von Gewalt, und wir betreuen die Opfer von Menschenhandel in enger Kooperation mit LEFE, IBF, die Interventionsstelle gegen Betroffene des Frauenhandels. Ausbeutung, bestimmte Formen sind typisch, ich werde nicht alle aufzählen, wir haben die Bereiche des Transport, des Bau, der Bauarbeit, Landwirtschaft sind die Klassiker, Pflege, Transport, Reinigung, Gastronomie. Besonders seit Corona beschäftigen uns die Branchen Erntearbeit und Bauarbeit. Ein Fall, den ich mitgebracht habe, den wir auch besprochen haben, einleitend, ein Fall von schwerer Ausbeutung in der Baubranche, in Vorarlberg in diesem Fall. Ich habe den Fall deshalb mitgebracht, weil wir hatten hier auch eine Verurteilung im Juni 2021 dieses einen Mannes, der eine ganze Gruppe von Bauarbeitern schwer ausgebeutet hat. Da gibt es auch einen Bericht auf ORF.at, Vorarlberg, Menschenhandel, Bau, kann man nachlesen. Wie schaut so ein Fall von Menschenhandel, offiziell verurteilt nach dem heutigen Strafrecht 104a StGB, wie schaut das in der Praxis aus? Weil unsere Aufgabe ist es ja, diese Männer ganz konkret zu unterstützen. Da werden wir später vielleicht noch drüber sprechen. Wir haben eine Schutzwohnung, wir begleiten die Leute zur Polizei. Wir schauen, dass die Leute was zum Essen haben, zum Anziehen haben, dass sie sich stabilisieren. Wir begleiten sie eben auch zu den Aussagen bei Gericht. Wie schaut das aus? Es sind insgesamt 6 betroffene Männer, die wir unterstützt haben in diesem Verfahren. 6 Opfer des Menschenhandels. Der Täter hat im Jahr 2015 in seinem erweiterten Verwandtschaftskreis, das ist nicht unüblich leider im Bereich des Menschenhandels, hat er sich ausgesucht, 2 junge Cousins, einen im Alter von 17 Jahren, einen im Alter von knapp 20 Jahren, in einem relativ armen Land, südosteuropäisch, das nicht Teil der Europäischen Union ist, hat diesen jungen Männern erzählt, ich habe einen tollen Job für euch in Vorarlberg, kommt doch mit mir, ihr werdet sehr viel verdienen. Ich organisiere euch alle Unterlagen, alle den Aufenthaltstitel, ich organisiere euch die Beschäftigungsbewilligung, kommt doch mit und arbeitet für mich, ihr werdet mindestens 12 Euro in der Stunde verdienen, eine Stange Geld für diese jungen Männer, die zu Hause als Viehhirten gearbeitet haben, in einer tristen ökonomischen Situation, ohne Perspektive, dass das jemals besser wird. Dann hat dieser Beschuldigte die Reise, den Transport nach Österreich organisiert. Da gab es durchaus Elemente der Schlepperei über Ungarn nach Österreich. Dann in Österreich angekommen, sah die Situation aber ganz anders aus. Er hat den beiden jungen Männern gefälschte Ausweise in die Hand gedrückt, hat gesagt, okay, das können Sie jetzt nicht ändern, hat begonnen, die jungen Männer zu bedrohen, sehr heftig, auch die Angehörigen zu bedrohen, und hat sie dazu gebracht, mit überlangen Arbeitszeiten am Wochenende, bislang in den Abend hinein am Bau als Eisenbigger tätig zu sein, schon etwas bezahlt, aber
gerade so viel, dass es nicht einmal zum Überleben gescheit reicht und dass da ganz eine krasse Unterbezahlung über insgesamt 5 Jahre stattgefunden hat. Es ist auch so gewesen, dass bei Kontrollen durch die Finanzpolizei und durch die Fremdenbehörde einmal sogar einer dieser beiden Brüder verhaftet worden ist und ins Erstaufnahmezentrum Thalam gebracht worden ist. Aber der Menschenhändler, der Täter, hat so Druck auf ihn ausgeübt. Er hat gesagt, ich breche deinen Bruder, der noch bei mir ist, alle Knochen. Ich schlage den zusammen, wenn du nicht sofort zu mir zurückkommst. Das heißt, er ist da wieder abgehauen aus der Erstaufnahmestelle, was natürlich ihn noch einmal mehr in eine prekäre Situation bringt, ja, weil er dann noch einmal schlecht angesehen ist bei der Asylbehörde. Die jungen Männer, Sie müssen sich vorstellen, können kein Deutsch, sind absolut ausgeliefert diesem Menschen, wissen nicht, wo sie hingehen können, haben keinen legalen Aufenthalt und sind diesen ständigen Drohungen ausgesetzt. Dieser Beschuldigte hat dann weitere rumänische Männer angeworben in Vorarlberg, die quasi auf der Straße sind, die auch eine sehr schlechte wirtschaftliche Situation haben, hat was Ähnliches gemacht und hat die auch über mehrere Monate in der Form ausgebeutet, auch unter Einsatz in dem Fall auch von physischer Gewalt. Arbeitsausbeutung bedeutet auch, dass das gesundheitsgefährdend ist. Also als Eisenbieger am Bau zu arbeiten, da hat was mit schweren diesen Stahldingen zu tun. Das war so, dass da zu wenig Material gab, zu wenig Maschinen, die haben sehr schwer gehoben, tragen müssen. Die haben sich auch, teilweise sind Dinge auf die Füße gefallen. Das heißt, da kam es auch zu Arbeitsunfällen, die dann in keiner Art und Weise korrekt behandelt wurden. Wurde ihnen medizinische Hilfe verwehrt. Alles das mitten in Österreich. Ja, im das 21. ist über mehrere Jahre hinweg gegangen. Bei den beiden Brüdern ging es über 5 Jahre, bei den rumänischen Männern ging es über ungefähr 1 Jahr. Befreien konnten sich die beiden Brüder dadurch, dass der Beschuldigte in das Heimatland musste. Das haben die genützt zur Flucht. Die sind dann von Vorarlberg nach Niederösterreich geflohen und haben dann Anzeige erstattet im Stadtpolizeikommando XY. Die haben dann korrekt erkannt, es handelt sich um Betroffene von Menschenhandel und haben die entsprechenden Spezialeinheiten der Polizei kontaktiert, haben gesagt, da gibt es ein Opfer, haben das richtig weitergeleitet und über die Polizei wurden dann wir als Opferschutzeinrichtung kontaktiert. Gut, was man in so einem Fall tun kann, damit das nicht wieder passiert, das werden wir dann im Anschluss noch weiter vertiefen. In ein paar Minuten, nachdem alle Podiumsgäste ihr Beispiel präsentiert haben. Herr Diering, Sie forschen für die Europäische Grundrechteagentur. Eine große Studie hat sich etwa der Frage gewidmet, ob EU-Staaten die Opfer von Gewalttaten im Stich lassen. Und Gewalt ist ja immer mit im Spiel, wenn es um Sklaverei geht. Ein weiterer Bericht dieser EU-Grundrechteagentur beschäftigt sich mit der schweren Ausbeutung von Arbeitskräften. Da ist von Sklavenlöhnern die Rede, die an Nicht-EU-Angehörige gezahlt oder auch vorenthalten werden. Also ganz ähnlich, wie wir das jetzt hier gehört haben. Wobei sich das Projekt nur mit jenen Formen der Arbeitsausbeutung befasst, die auch strafrechtlich verfolgt werden können. Die Lage wird ja dadurch auch kompliziert, dass die rechtliche Situation unter den EU-Ländern unterschiedlich ist. In der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte beschäftigt man sich auch mit Fällen aus Österreich, aus Oberösterreich und damit Fällen aus der Landwirtschaft. Ja, vielen Dank für die Einladung, Ihr Herr. In der Tat arbeite ich für die Grundrechteagentur der EU und wir sind jetzt schon seit 9 Jahren dabei, an diesem Thema zu arbeiten. Das hat begonnen mit einem auch international betrachtet, relativ frühen Bericht zur Ausbeutung im Bereich der Hausarbeit. Ein ganz wichtiges Thema, das von den Au-pairs zum Pflegepersonal reicht. Wir haben dann 2015 einen breiteren Bericht, Severe Labor Exploitation Workers Moving Within and Into the European Union, quer über Europa sozusagen verfasst, indem wir versucht haben, Pflöcke einzuschlagen, also nicht zuletzt diese Terminologie in den Griff zu bekommen. Und ganz zuletzt haben wir noch mal einen Bericht, einige dazwischen lasse ich mal aus, das letzte war dieser Bericht zur Sanktionenrichtlinie, wo es eben um die Ausbeutung unter besonders ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, wie es dort heißt, geht. Ich habe einen Fall vorbereitet, der allerdings jetzt nicht aus Österreich kommt, sondern schlicht der Leading Case ist in dem Kontext. Und ich habe wirklich jetzt den Text mitgebracht, Ausschnitte natürlich.
Aus dem Text ist es das Chaudhuri-Urteil, also der Fall Chaudhuri und andere gegen Griechenland. Manolado, das ist auch mal durch die Zeitungen gegeistert. Und ich möchte einfach aus dem Urteil zitieren, weil es ein ganz typischer Fall ist. Die Beschwerdeführer, Migranten aus Bangladesch, die ohne Arbeitserlaubnis in Griechenland leben, wurden in Athen und anderen Orten angeworben und auf dem größten Erdbeerhof der Region in Manolada, einem Dorf mit etwa 2000 Einwohnern, im Regionalbezirk Elis, im westlichen Teil der Halbinsel Peloponnes zu arbeiten. Die Beschwerdeführer gehörten zu den insgesamt 150 Arbeitern, die in drei Teams eingeteilt waren, von denen jedes von einem bangladeschischen Staatsangehörigen geleitet wurde, der TA, dem Eigentümer, unterstellt war. Den Arbeitern war ein Lohn von 22 Euro für 7 Stunden Arbeit und 3 Euro für jede Überstunde versprochen worden, wobei 3 Euro pro Tag für Lebensmittel abgezogen wurden. Sie arbeiteten täglich von 7 bis 19 Uhr in den Gewächshäusern und pflückten Erdbeeren unter der Aufsicht von bewaffneten Wachleuten, die bei TA angestellt waren. Sie lebten in behelfsmäßigen Hütten aus Pappe, Nylon und Bambus, ohne Toiletten oder fließendes Wasser. Nach ihren Angaben hatten ihre Arbeitgeber gedroht, dass sie ihren Lohn nie erhalten würden, wenn sie nicht weiterhin für sie arbeiteten. Bei 3 Gelegenheiten, Ende Februar 2013, März 2013 und April 2013, streikten die Arbeiter für die Auszahlung ihrer nicht gezahlten Löhne, jedoch ohne Erfolg. Am 17. April 2013 rekrutierten die Arbeitgeber weitere Migranten aus Bangladesch für die Arbeit auf den Feldern. Aus Angst, nicht bezahlt zu werden, begannen zwischen 100 und 150 Arbeiter, die in der Saison 2012 bis 2013 auf den Feldern gearbeitet hatten, auf die beiden Arbeiter zuzugehen, die sich vor Ort befanden, um ihren Lohn zu fordern. Einer der bewaffneten Wachleute öffnete daraufhin das Feuer auf die Arbeiter und verletzte 30 von ihnen schwer, darunter 21 der Beschwerdeführer. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht und anschließend von der Polizei befragt. Zweites Zitat aus dem Urteil, wenn ich darf. Der Gerichtshof hat die Stellen in Griechenland natürlich zu Stellungnahmen aufgefordert und unter anderem hat es Folgendes ergeben. Nachdem mehrere Artikel in den Print- und elektronischen Medien über zahlreiche Fälle von groß angelegter Ausbeutung von Ausländern im Bezirk Ilia berichtet hatten, erstellte der griechische Volksanwalt am 22. April 2008 einen Bericht. Der Volksanwalt berichtete, dass Hunderte von Arbeitsmigranten unter ärmlichsten Bedingungen in improvisierten Lagern in der Region lebten. Er sagte, dass die Migranten nicht nur schlechten Arbeitsbedingungen ausgesetzt seien, sondern auch ihrer Freiheit beraubt zu sein scheinen, da ihre Arbeitgeber, Besitzer von Erdbeergewächshäusern, die als Gewächshäuser der Schande bezeichnet werden, ihre Aktivitäten auch während ihrer Freizeit überwachten. Unter Bezugnahme auf dieselben Presseberichte erklärte der Volksanwalt zudem, dass die Migranten schlecht bezahlt wurden, unter inakzeptablen Bedingungen arbeiteten und gezwungen waren, ihre angeblich sehr niedrigen Löhne an ihre Arbeitgeber zu zahlen, um von ihnen Waren und Dienstleistungen kaufen zu können. Zum Beispiel Miete für eine Hütte, rudimentäre Versorgung mit Wasser, manchmal Strom, Kauf von Grundnahrungsmitteln. Am Ende der Arbeitszeit zeigten einige Arbeitgeber irregulär aufhältige Migranten bei der Polizei an, um die Auszahlung eines Lohns zu vermeiden. Der Volksanwalt stellte fest, dass die Arbeitsbedingungen durch eine unkontrollierte Ausbeutung von Migranten gekennzeichnet waren, die an die frühen Jahre der industriellen Revolution erinnere und dass sie von der physischen und wirtschaftlichen Dominanz der Arbeitgeber bestimmt wurden. Er stellte fest, dass besonders schutzbedürftige Personengruppen betroffen waren, gemeint sind Kinder, und dass der Staat völlig untätig war. Der Volksanwalt forderte die verschiedenen nationalen Behörden, übrigens einschließlich der Staatsanwaltschaft, auf, Inspektionen durchzuführen und er sprach sich dafür aus, dass sie eine ganze Reihe von Maßnahmen ergreifen sollten, die er für angemessen hielt. In einem Schreiben vom 26. Mai 2008 teilte der Minister für Beschäftigung dem Volksanwalt mit, dass 11 Inspektionen durchgeführt worden seien. Dabei seien 8 Fälle aufgedeckt worden, in denen die gezahlten Löhne nicht den tariflichen Bestimmungen entsprochen hätten, sowie 2 Fälle von Kinderarbeit. Er fügte hinzu, dass
einem Unternehmen die Lizenz vorübergehend entzogen worden sei, weil es mehrere Verstöße begangen und die Anweisungen der Arbeitsinspektoren nicht befolgt hätte. Viel ist da nicht passiert dann. Ich würde sagen, das ist sehr angestrengtes Wegschauen, nicht? Und das ist das Kennzeichnende für dieses Phänomen, für diese Situation. Wir haben unübersehbare Zahlen von schwerst ausgebeuteten Arbeiterinnen und Arbeitern und wir haben eben dieses ganz systematische, angestrengte Wegschauen von Polizei, von Finanzpolizei, von Arbeitsinspektionen, von Staatsanwaltschaften, von Gerichten. Und das finde ich eigentlich das Interessante, nicht? Das hatten wir in anderen Bereichen auch. Ich denke an die Domestic Violence, die war bis so 1990 etwa durch dasselbe System des angestrengten Wegschauens gekennzeichnet. Sondern alle wussten, dass es Domestic Violence, dass es das Schlagen von Frauen durch ihre Ehemänner gibt. Aber dennoch der Staat nichts unternommen hat, weil er nichts unternehmen musste, weil kein Druck da war. Nicht? Und das scheint mir die Situation jetzt auch hier zu sein. Wir haben ein ganz systematisches Wischen von 10, 100.000 Fällen in bestimmten Sparten, in bestimmten Ländern. Ich sage nur Pflege in Deutschland. Wir wissen, dass das Arbeitsausbeutung ist. Wir können dann später noch darüber reden, was Arbeitsausbeutung ist. Ein schwieriges Thema. Kommen, nicht? Ja. Aber das, was eben so kennzeichnet, ist, dass selbst dann, wenn eine Behörde immerhin genötigt fühlt, irgendwas zu tun, mit Sicherheit etwas geschieht, das das System unberührt lässt. Hm. Also in Österreich kennt man das ja aus der Landwirtschaft, Knechte und Mägde, wie es denen erging. Also wenn man einen halbwegs kritischen österreichischen Heimatroman liest, wird man sehr viele Schicksale kennenlernen. Oder wer sich die Alpensage anschaut, oder es gibt auch Romane von Manuskriptegründer Coleridge etwa, wo auch dann Zwangsarbeiter vorkommen, weil es eben in den 40er Jahren spielt. Jetzt, dass solche Zustände in Österreich nicht mehr sind, ist jetzt weniger darauf zurückzuführen, dass die Leute viel netter geworden sind, sondern dass es einen Strukturwandel in der Landwirtschaft gab. Also das ist deutlich zurückgegangen. Also zwischen 1870 und 1910 hat sich der Anteil halbiert. 1934 waren es immer noch 27% der österreichischen Bevölkerung, die zur Land- und Forstwirtschaft gezählt haben. 1971 waren es nur mehr 10%. Heute macht die Landwirtschaft 1,3% des BIP aus. Also das ist ein unglaublicher Wandel. 1934 waren es noch 27%. Jetzt ist so, dass der Anteil, das ist eben zurückgegangen, die Landwirtschaft schon, gewachsen ist der industriell-gewerbliche Bevölkerungsanteil und um diesen Arbeitskräftebedarf in Kriegszeiten befriedigen zu können, haben die Machthaber auf Zwangsarbeit zurückgegriffen. Auch für die Landwirtschaft, weil ja viele Männer weg waren. Dazu haben Sie, Frau Schweizer, als Historikerin viel geforscht. 580.000 Menschen sind auf diesem Weg nach Österreich gekommen als Zwangsarbeiter. Das heißt, das ist eine sehr hohe Zahl und das sind noch nicht mit eingerechnet 300.000 Kriegsgefangene und 70.000 KZ-Häftlinge. Das zusammengenommen ist ja fast 1 Million Menschen. Und ähnlich wie heute hat man Menschen in Polen, Russland, der Ukraine Arbeitsverträge angeboten, die man dann so nicht eingehalten hat. Aber das werden Sie, Frau Schweizer, am besten anhand von einem Beispiel uns nahebringen, wie das da gelaufen ist. Ja, ich möchte mich ja auch als erstes bedanken für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und vielleicht kann ich ein klein wenig auch beitragen zu dieser spannenden Diskussion. Ich möchte heute ganz gerne die Geschichte von der Helene Pawlik erzählen, kurz zusammenfassen. Wir können gerne nachher noch ausführlicher über dieses Fallbeispiel reden. Aber vorwegnehmen möchte ich, der Kollege Ritschl hat schon die rund 1 Million Zwangsarbeitende in Österreich in der NS-Zeit erwähnt. Wenn wir das aber europaweit betrachten, waren ca. 20 Millionen Menschen durch die Nazis als Zwangsarbeitende eingesetzt. In Konzentrationslagern, in Arbeitslagern, bei Bauern, Bäuerinnen, nicht nur im Deutschen Reich, sondern auch in den besetzten Gebieten. Also das ist eine sehr, sehr hohe Summe, die auch nur annähernd geschätzt werden kann. Ja. Aber kommen wir zur Frau Pawlik. Die Frau Pawlik hat sich für unser Zwangsarbeitsprojekt als Interviewpartnerin zur Verfügung gestellt.
lebte damals in Niederösterreich in Hafnerbach, wohin sie 1940 kam. Sie ist gebürtige Polin aus einem kleinen Dorf im Süden Polens. Die Nationalsozialisten haben das in der ersten Phase der Rekrutierung so gemacht, dass sie in den von ihnen besetzten Gebieten sehr viele Betriebe schlossen, dass die Arbeitslosigkeit exorbitant stieg und die Leute verpflichtet, dass sie arbeiten müssen. So kam auch Helene Pawlik nach Österreich, dadurch, dass sie sich registrieren ließ. Und sie meinte zu dem Zeitpunkt auch noch, es war ja lieber ursprünglich nach Österreich zu kommen, als arbeitslos in Polen zu sein. Bei ihr wurde ein Arbeitsvertrag gegeben, der versprochen hat, dass sie ein bestimmtes Gehalt kriegt. Es wurde auch versprochen, nach einem Jahr kann sie wieder nach Polen zurück. All das wurde nicht eingehalten, denn bereits im Februar 1940 wurden die sogenannten Polenerlasse verabschiedet, die de facto nur Pflichten für die Polen und Polinnen vorsahen. Das waren Zivilarbeiter, wurden sie genannt. Die wurden am Anfang vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt, weil es eine ziemliche Landflucht gegeben hat. In der Industrie wurde mehr bezahlt. Es gab auch eine sehr patriarchale Struktur damals noch in der Landwirtschaft, wo auch viele Knechte und Mägde irgendwie ganz gern weg wollten. Deshalb wurde am Anfang vor allem dort wurden die Arbeitskräfte gebraucht. Helene Pawlik kam nach Hafnerbach, sie war circa 21 Jahre alt, kam auf einem Bauernhof, war die einzige Magd, die dort den Bauern geholfen hat und musste schwerste körperliche Arbeit verrichten. Entlohnung gab es kaum eine. Wie schwer? Logis was abgeben musste oder? Sie mussten nichts abgeben, sondern es waren tatsächlich durch diese Polenerlasse, diese Tagsätze, diese Bezahlungen derart gering. Und man konnte für alles Abzüge machen. Also man konnte für die Eier Abzüge machen, für die Milch und so weiter und so fort, obwohl die Bauern selbst diese Nahrungsmittel sehr wohl gehabt haben. Das heißt, de facto bei der Ernährung, bei der Behandlung kam es in der Landwirtschaft und nicht nur dort, auf die Dienstgeber an, ob die ihre Arbeitskräfte gut behandelt haben oder nicht. Das betrifft natürlich auch die Industrie. Dort waren relevanter die Vorarbeiter oder die Lagerleiter, die dann tatsächlich Kontakt zu den Zwangsarbeitenden hatten. Wie schwierig diese Bedingungen für Helene Pawlik waren, zeigt sich vor allem dann ab 1941, als sie schwanger wurde, und sich entschied, nicht mit dem Vater des Kindes zusammenbleiben zu wollen. Helene Pawlik musste bis zum Schluss arbeiten, tatsächlich bis zum Tag der Entbindung. Sie war dort auf dem Feld, musste schwerste körperliche Arbeit verrichten, Kartoffelernte als Hochschwangere, hat, glaube ich, 5-mal der Bäuerin gesagt, ich kriege jetzt mein Kind, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Und die Bäuerin hat immer noch gesagt, nein, du arbeitest jetzt weiter, wir müssen diese Ernte einbringen. Irgendwann hat die Frau Pawlik irgendwie gemeint, nein, das geht jetzt nicht mehr, sie muss ins Krankenhaus. Die Rettung hat sie natürlich selber bezahlt und kam gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus zur Entbindung. Gleichwohl, obwohl auch die Bäuerin irgendwie diese harte Arbeit von ihr verlangte, war die Bäuerin eine gewisse Verbündete von Frau Pawlik gegenüber dem gewalttätigen Bauern, der auch gegen seine Frau gewalttätig war, aber vor allem auch gegen diese junge polnische Frau, die die Sprache nicht sprach, die erst langsam irgendwie die Sprache lernen musste. Und diese Gewalt gegenüber Frau Pawlik war nicht nur gekennzeichnet durch Schläge oder Ähnliches, sondern es war tatsächlich auch oder vermutlich auch gekennzeichnet von sexuellen Übergriffen. Es gibt nämlich dieses Zitat von der Helene Pawlik, die dann meint, und einmal habe ich mich gewehrt, da habe ich ihm zwischen die Beine getreten und dann ist er mir nicht mehr zu nahe gekommen.
Die Bäuerin war die Verbündete, die Bäuerin war auch die Patin von ihrem Sohn, weil sich Helene Pawlik dadurch erhofft hat, doch ein wenig jemanden zu haben, der sich um das Kind kümmert. Denn für sie war diese Situation erschreckend. Unter Tränen erzählt sie, dass sie derart körperlich ausgezehrt war, weil sie wenig zu essen gekriegt hat, dass sie fast keine Milch hatte, um das Kind zu ernähren. Sie hatte keine Windeln, sie hatte überhaupt nichts und erzählt das tatsächlich unter Tränen. Gleichwohl entscheidet sie sich nach 1945 in Österreich, und zwar genau in diesem Ort Hafnerbach, zu bleiben. Aber eine Lehre hat sie für sich aus dieser Situation gezogen. Sie hat nämlich gemeint, sie hat beschlossen, sie wird nie mehr einer Partei beitreten. Das macht sie nicht. Die Konsequenz von Helene Pawlik war, da sieht man auch diese Bauernschleue irgendwie. Helene Pawlik ist dann sowohl dem ÖVP als auch dem SPÖ Seniorenbund beigetreten, weil sie wollte sich von niemandem mehr vereinnahmen lassen, was doch auch eine sehr nette Konsequenz ist von ihr selber und was auch ein Zeichen ist. Gibt dann 2 Kaffeekränzchen, ne? Na, wie das auch, aber wie sie sich dann doch irgendwann ihre Rechte wieder zurückgeholt hat. Ja. Herr Schulmeister, die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs und wie sich der marktreligiöse Charakter der neoliberalen Theorien auf diese auswirkt, das ist Ihr großes Thema. Aktuell unterstützen Sie eine Bürgerinitiative, die ein zeitgemäßes Lieferkettengesetz verankern möchte. Gerade im Logistikbereich der letzten Meile herrschen bei Zustellern ja oft schreckliche Zustände. Sie haben aber als Anschauungsbeispiel eines aus dem privaten Bereich ausgesucht, aus der Pflege, wo alle wissen, dass sich da etwas ändern muss, aber es nicht passiert. Auch weil das ein Bereich ist, der, wenn er privatwirtschaftlich organisiert wird, vermutlich nicht zu bezahlen ist, zumindest nicht von der Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher. Genau, also das Beispiel, das ich mir ausgesucht habe, ist ganz alltägliche Ausbeutung. Das sind die 24 Stunden Pflegerinnen, in Österreich etwa 65.000 Frauen, ausschließlich Frauen, die dadurch, dass sozusagen eine zweifache Not besteht, die Not der pflegebedürftigen Menschen auf der einen Seite und die Not von Frauen in Osteuropa, wo es keine Arbeitsplätze gibt, wo das Lohnniveau extrem gering ist. Und diese beiden Nöte konnte natürlich jetzt nicht der sogenannte Markt, wäre ja theoretisch denkbar, lösen, sondern es springen Agenturen ein, die jetzt ihre Vermittlerdienste anbieten. Allerdings ist es in der Praxis so, dass anders als bei der Wohnungsvermittlung zum Beispiel eben die Agentur nicht einmalig jetzt die beiden zusammenbringt und dafür irgendein Geld kassiert, sondern die Pflegerinnen bleiben in dauernder Abhängigkeit, weil in aller Regel die Haushalte der gepflegten Person das Geld an die Agentur geben und die Agentur behält sich einen Teil ein und, das ist natürlich verschieden, aber für 14 Tage, 24 Stunden Dienst bekommen die 7, 8, 900 Euro in aller Regel. Und möglich ist es nur geworden, meiner Ansicht nach, durch eine Art von historischer Koinzidenz, einer Gleichzeitigkeit, einerseits der Dominanz des Neoliberalismus und damit diese Vorstellung, das soll eben privat organisiert werden, mehr privat, weniger Staat. Wenn das gleiche Problem schon in den 60er Jahren aufgetreten wäre, hätte man selbstverständlich gesagt, das ist eine Aufgabe des Sozialstaats, genauso wie der Sozialstaat eben in Pflegeheimen Menschen beschäftigt, zumindest damals war das fast ausschließlich sozialstaatliche Einrichtungen. Aber eben seit den 80er Jahren
hat eben dieser Slogan mehr privat, weniger Staat immer mehr Einfluss gewonnen und das fällt jetzt zusammen mit der Ostöffnung. Und durch diese Ostöffnung ergab sich ein riesiges, der Karl Marx hätte gesagt, eine Art von Reservearmee von Arbeitskräften, die eben keine Chance hatten in Rumänien, Ostslowakei etc. als Frauen einen einigermaßen gut bezahlten Arbeitsplatz zu bekommen. Und warum hat es schon was mit Sklaverei zu tun, wenn auch nicht in einem juristisch-technischen Sinn? Natürlich gibt es kein Eigentum an den Menschen, aber wir haben dieselbe Kombination. Wir haben ein hohes Maß an Ausbeutung, wir haben eine Vereinzelung der Menschen, wir haben nahezu eine Unmöglichkeit, dass die Ausgebeuteten sich organisieren, weil die sind eben, die werden für 14 Tage sozusagen mit irgendwelchen Transporten ins Land geholt. Wir haben es ja in der Corona-Krise dann gesehen, wie katastrophal es ist, wenn diese Menschen auf einmal nicht mehr da sind, dann wurden Sonderflüge organisiert etc. Aber normalerweise fahren die mit irgendwelchen klapprigen Autobussen oft 20, 25 Stunden aus Rumänien oder woher immer sie kommen hierher. Sie sind, und das für mich perfide und Schlimme ist, dass das alles völlig legal ist. Völlig nicht, aber da alle zuschauen, wegschauen, ja, wurde schon erwähnt, wird es weiterhin praktiziert. Und nicht nur in Österreich, in Deutschland, in Italien, überall werden Frauen aus Osteuropa für diese Tätigkeit herangezogen. Und die Politik schaut weg, indem sie eben die Konstruktion erfunden hat, dass diese Frauen Selbstständige sind. Und für Selbstständige gelten natürlich überhaupt keine sozialen Standards. Wenn jemand ein Ein-Personen-Unternehmen ist und seinen Würstelstand hat, dann muss er auch schauen, dass er irgendwie über die Runden kommt. Das ist natürlich ein Hohn gegenüber jedem Arbeitsrecht. Das heißt, juristisch ist das völlig unhaltbar. Und jeder, auch ein sehr konservativer Arbeitsrechtler, wie der Professor Matzal, sagt, das ist natürlich nie selbstständig. Ja? Aber es schauen alle weg. Auf der europäischen Ebene habe ich noch nie gehört, dass da was dagegen unternommen wird. Und das sind mittlerweile, also wenn wir in Österreich 60.000 haben, haben wir in Deutschland also sicher locker 600.000, 700.000 solcher Menschen. In Italien ist es auch total verbreitet. Also diese Frauen haben ja in ihren Heimatländern eigene Kinder oder auch natürlich eigene Angehörige, die natürlich auch gepflegt werden müssten, was dann nicht möglich ist. Und das sind ja auch Menschen, die ihre eigene Familie verlassen, weil sie halt natürlich das Geld, das sie hier bekommen, immer noch für sie so viel ist, dass es sich offenbar auszahlt, sonst würden sie es nicht machen. Natürlich, das meine ich ja, man nützt eben dieses extrem unterschiedliche Lohnniveau aus, aber würde man sozusagen alle Kosten, auch die menschlichen Kosten, weil ja in sehr vielen Fällen sind es Frauen, die selber Kinder haben, meistens zwar nicht ganz kleine Kinder, aber sagen wir 10, 12, 15-Jährige. Gibt allerdings auch Frauen, die schon sagen wir 50, 60 sind, die also sozusagen wenigstens keine Kinder mehr zu betreuen haben. Aber das prinzipielle Problem, dass auf eine scheinlegale Weise hier hunderttausendfach Ausbeutung passiert und die Politik einfach nichts dagegen tut, weil es ist natürlich jetzt für die westlichen Länder, also die alten EU-Länder mit ihren relativ hohen Lebensstandards und hohen Einkommen viel bequemer finanzierbar, weil das Ganze natürlich über eine sozialstaatliche Organisation, wir können ja auch Krankenschwestern finanzieren und alles mögliche andere, indem man eben, war ein Vorschlag, den der Werner Vogt und ich schon, ich glaube, vor 15 Jahren gemacht haben, dass es eben die Möglichkeit gibt, angestellt zu werden bei Caritas, Diakonie, was auch immer. Die schauen, dass das professionell funktioniert, die haben einen Kollektivvertrag. Das muss ein spezieller sein, gebe ich auch zu, weil das eine spezielle Art von Arbeitstätigkeit ist. Also sozusagen pro Stunde gerechnet ist dann sicher der Stundenlohn niedriger, aber die würden dann eben schon 1.500 bis 2.000 mindestens bekommen und eine Sozialversicherung, also Pensionsanspruch, Krankenversicherung, ginge alles, wäre alles zu finanzieren. Bevor wir jetzt noch weiter uns in die Beispiele vertiefen, würde ich ein Problem ansprechen wollen, das ist das Wording, wir haben jetzt Ausbeutung, wir haben Menschenhandel, wir haben Sklaverei, ist auch der Titel unseres Panels hier, Begriffe, die unterschiedliches Aussagen bedeuten. Also
bei Sklaverei denkt man einmal an Menschen in Ketten, an Menschen, deren Eigentum verkauft werden können, die geschlagen und missbraucht werden. Ist das für die Fälle, die wir eben erörtert haben, nicht ein zu großes Wort? Schließlich geht es um Ausbeutung von Menschen, die sich freiwillig zu einer Arbeit gemeldet haben. Herr Buchner, ist das für Sie, welcher Begriff ist da für Sie der Schlagende dazu? Oder muss man da abwägen, welchen man in welchem Zusammenhang gebraucht, was man erreichen will? Ja, wenn Sie das so sagen, dann würde ich als erstes zitieren die Entscheidungen auch des EuGMR, nicht, wo ganz klar festgehalten wird, also Menschenhandel und Sklaverei deckt sich nicht vollkommen, aber es gibt eine klare Rechtsprechung, dass Menschenhandel und Sklaverei schon gleichzustellen ist, in dem Sinn, dass Länder verpflichtet sind, ganz entschieden gegen Menschenhandel vorzugehen und die Opfer zu schützen. Das ist ja Teil dieses Urteils auch. Nicht? Das zweite Randschiff gegen Typ hat, vielleicht können wir da noch vereingehen. Also da gibt es schon den Link, ja. Menschenhandel ist eine schwere Menschenrechtsverletzung, verstößt gegen die Menschenwürde und ist ja trotzdem nicht deckungsgleich mit der Sklaverei. Die Frage ist ja, welchen Anteil hat das? Also wirklicher Menschenhandel, wirkliche Sklaverei, von all diesen Fällen, die wir hier haben, wenn wir hier Ausbeutung sprechen, ist ja noch viel mehr dabei. Verengt man da nicht die Perspektive auf die ganz krassen Fälle und lenkt letztlich damit ab von denen, die nicht so krass sind? Ganz genau, das ist die andere Seite. Genau. Ja. Ich wollte nur das andere sagen, weil es geht gleichzeitig nicht darum, dass man quasi eine Menschenrechtsverletzung gegen andere ausspielt. Ne? Aber ja, genau, das ist auch unsere Argumentation, auch von den Kolleginnen von LEFÖ-IBF. Im Zentrum des Menschenhandels ist die schwere Ausbeutung. Ja, die muss natürlich schwer sein, die muss natürlich gegen die vitalen Interessen der Betroffenen verstoßen. Ja, für die Zuhörenden, die die Diskussion nicht so kennen, es gibt seit dem Jahr 2000 das Palermo-Protokoll, das ja ganz klar definiert, wie der Menschenhandel ausschauen soll. Es gibt auch strafrechtliche Bestimmungen im StGB, ja, dazu gibt es Kommentare. Also es geht immer dann darum, wenn die Ausbeutung längerfristig und krass ist. Aber ganz richtig, um den Menschenhandel zu erfüllen, bei erwachsenen Personen müssen die Täter unlautere Mittel einsetzen. Ja. Okay, das und ist die unlauteren Mittel beginnen schon bei der Täuschung. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen kann. Genau, also wichtig ist die schwere Ausbeutung, ja. Aber es würde reichen, wenn der Täter nicht mit Schlägen, nicht mit Einsperren, nicht mit Ketten, sondern nur mit der Täuschung, ja, die Betroffenen in eine Situation bringt, wo sie keine andere Möglichkeit haben und ausgebeutet werden. Schwer. Ja. Und es würde natürlich der Vorsatz reichen. Und da wären wir noch nicht in der Sklaverei, ne? Aber in einer schweren Ausbeutung. Ja. Das ist so der Differenzierung. Herr Diering, vielleicht können Sie da auch noch eine juristische Perspektive einbringen. Mhm. Ist es für Sie sinnvoll, von Sklaverei zu sprechen, oder stellt man sich dadurch selbst ein Bein, weil die strafrechtliche Verfolgung dadurch schwieriger wird, wenn sich die Täter ja auf die Freiwilligkeit bei den von ihnen Ausgebeuteten berufen können? Ich würde ganz gerne einen Versuch starten, etwas zur Begriffsklärung beizutragen. Das ist in dem Feld immer notwendig. Ich sage vorweg, ich beschränke mich auf strafrechtlich relevante, also verbotene Haltensweisen, die menschenrechtsverletzend sind. Das ist, worum es geht. Menschenrechte und Strafjustiz haben eine sehr enge Verbindung zueinander, insofern die Strafjustiz dafür sorgt, dass Menschenrechte sozusagen aktuell bleiben. Und ich habe dazu eine schöne Pyramide mitgebracht, die Sie nicht sehen können, vermutlich. Glauben Sie mir, sie ist sehr schön. Ganz oben an der Spitze steht Slavery, Sklaverei. Drunter steht Servitude. Die Pyramide wird immer breiter. Ja? Warum? Weil es immer mehr Fälle gibt, die unter den Begriff fallen. Ja? Dann kommt Forced or Compulsory Labor, also Zwangsarbeit oder Pflichtarbeit. Und dann kommt eine ganz breite, letzte Schicht, die heißt Other Severe Forms of Labor Exploitation und meint Ausbeutung in Beschäftigungsverhältnissen. Also Ausbeutungen, denen ein rechtlich gültiges Beschäftigungsverhältnis zugrunde liegt. Und das haben wir in dem Bericht das No-Name-Problem genannt. Das ist die weitaus häufigste Form, für die es zugleich keinen Begriff gibt, weshalb sehr oft auf Begriffe ausgewichen wird, die nicht adäquat sind. So, und was ist das? Es gibt eine Sanktionenrichtlinie. Ja? Die EU gibt es viele Richtlinien, so gibt es auch eine Sanktionenrichtlinie, deren primäre Ausrichtung war, illegale Beschäftigung zu zähmen sozusagen.
In der Sanktionenrichtlinie gibt es aber einen Artikel 9, Absatz 1, Litera C, soweit glauben Sie mir es wahrscheinlich, da steht drinnen, dass gerichtlich strafbar ist jemand, der illegal aufhältige Drittstaatsangehörige unter besonders ausbeuterischen Verhältnissen ausbeutet. So. Und dann gibt es eine Begriffsbestimmung dazu im Artikel 2, die sagt, besonders ausbeuterische Verhältnisse sind solche Verhältnisse, die von legalen Verhältnissen so stark abweichen, dass es die Menschenwürde verletzt. Ja. Menschenwürde ist immer etwas, das natürlich menschenrechtlich Bewegte sehr glücklich macht. Andererseits ist hier schon die Frage so, genau wessen Menschenwürde ist hier eigentlich auf dem Spiel, nicht? Geht es um die Menschenwürde des Beschäftigten, des Arbeiters, der Pflegeperson, die immerhin zugestimmt hat, nicht? Die in ihrer besonderen, in seiner besonderen Situation einen Vertrag zustande gebracht hat. Wir können in ein Beschäftigungsverhältnis annehmen, wenn es einen Vertragsschlusswillen gegeben hat, der rechtlich gültig war, nicht? Oder geht es um die Würde anderer Arbeitnehmer, Nehmerinnen und Nehmer, die Interesse daran haben, dass Standards nicht untergraben werden? Oder geht es vielleicht um die Würdigkeit eines Vorgangs, in dem systematisch ausgebeutet wird? Ja? Interessant ist die Umsetzung dieser Bestimmung in den einzelnen Strafrechten der Mitgliedstaaten, nicht? Und da stellt sich dann heraus, dass tatsächlich das, was sich durchgesetzt hat, der Aspekt der Ausbeutung der Notlage ist. Also ich habe da verschiedene, der Strafbestimmungen mitgenommen. Zum Beispiel das Deutsche, nicht ganz unwichtig, das Deutsche StGB kennt nunmehr einen Paragraphen 233, Ausbeutung der Arbeitskraft. Und der lautet, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer eine andere Person unter Ausnutzung ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder wenn eine andere Person unter 21 Jahren ausbeutet, unter besonderen Verhältnissen, auf die ich nicht weiter eingehe. Aber das zentrale Moment, das das Strafrecht ja benennen muss, ist die Not, Sie haben es angesprochen, Herr Schulmeister, ist die Ausbeutung der Not des Arbeitgebers, sozusagen das, was hinter der Vertragsschlusssituation steht. Nicht der Umstand, dass ein Vertrag zustande gekommen ist, den wir lieber nicht sehen wollen. Das ist ein Problem, mit dem sich typischerweise Arbeitsgerichte herumschlagen und nicht Strafgerichte. Nein, das, worum es geht, ist die Entsolidarisierung, die darin besteht, dass jemand die Notlage eines anderen nicht zum Ausgangspunkt nimmt, dafür dieser Person zu helfen, sondern sich gewissermaßen aus dieser Notlage einen ökonomischen Vorteil verschafft. Das würde mir scheinen, ist in der Tat, wenn überhaupt, dasjenige, was die Sanktionenrichtlinie als Verletzung der Menschenwürde bezeichnet, was bedeutet, dass es so etwas wie einen Anteil an Solidarität in der Menschenwürde gibt. Jetzt das sind wir aber immer noch bei mehrzeiligen Definitionen und noch nicht bei plakativen Begriffen. Also wenn wir Ausbeutung jetzt ansprechen und Ausbeutung nennen, könnte man auch sagen, dass das eigentlich ein zu zahmer Begriff ist, denn ausgebeutet werden wir ja alle und dann lächeln wir das schön weg, weil irgendwo findet man. Aber dazu gibt es die Selbstausbeutung, ja. Ne, davon sprechen wir auch sehr oft. Ja. Also da ist die Ausbeutung jetzt schon selbst nicht mehr so schlimm dann. Herr Schulmeister, Sie treten immer wieder öffentlichkeitswirksam auf. Bekommt man mehr Aufmerksamkeit, wenn man von Sklaverei statt von Ausbeutung spricht, und hilft das auch der Sache? Ich persönlich glaube, das hilft der Sache gar nicht. Also ich habe in meinem Statement das Wort Sklaverei nicht verwendet. Ich würde die 24-Stunden-Pflegerinnen nicht im Entferntesten jetzt als Sklavinnen bezeichnen. Ausgebeutet werden sie schon, aber nicht ausgebeutet zu werden, ist meiner Ansicht nach eigentlich kein Menschenrecht. Denn wie ja jetzt schon der Moderator sagte, ausgebeutet werden wir alle, das hängt reden wir uns zumindest ein, ne? Oder ja, nimmt man zur Kenntnis, ne?
Ja, naja, je nachdem, also ja, sozusagen je nach Ideologie. Also jemand, der meinetwegen ein neoliberaler Wirtschaftsnobelpreisträger ist, der wird sagen, auch dann, wenn jemand wie meinetwegen der Jeff Bezos mit seinem Amazon eben unzählige Milliarden scheffelt, dann börtet er keinesfalls Menschen aus, sondern er hat eben eine intelligente Idee gehabt, er ist schlauer und der Markt honoriert ihn eben jetzt für seine Innovationskraft, ja. Und ein Kritiker des Neoliberalismus würde sagen, das ist aber sehr wohl Ausbeutung, weil und so weiter. Ja. Als ehemaliger Jurist, also gut, das habe ich nur studiert, waren mir aber damals schon sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe ein großer Dorn im Auge, weil es ist dann, wird so schwammig. Zum Beispiel der Begriff der Menschenwürde im moralischen Diskurs brauchen wir ihn, aber ich würde nie ein Rechtssystem, das sanktionierbar ist, auf so einem Begriff aufbauen. Man kann zwar dann in irgendeiner allgemeinen Verfassungsbestimmung sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar und ähnliches, aber damit fängt kein Rechtsanwalt was an, sozusagen. Ich habe lieber konkrete Bestimmungen, meinetwegen zum Beispiel Kollektivverträge und arbeitsrechtliche Bestimmungen und Arbeitszeit und Kündigung und dies und jenes, das sozusagen so konkret und klar ist, dass es dann tatsächlich den potenziellen Opfern, den Abhängigen einen gewissen Schutz gibt, der eben auch einklagbar ist. Und es sind halt Abstufungen, zum Beispiel die 24 Stunden, es gibt, da gebe ich Ihnen ja völlig recht, es hängt immer vom Ausmaß der Not ab. Aber meiner Ansicht nach könnte man als geschickter Rechtsanwalt argumentieren, ich wusste nicht, dass es diese Strafgesetzbestimmung in Deutschland gibt, könnte man diejenigen, die jetzt Zehntausende Spargelstecher anstellen zwischen Ende April und, keine Ahnung, Ende Mai, Anfang Juni in Deutschland nach diesem Modell eigentlich strafrechtlich verfolgen. Denn natürlich nützen die eine Not aus. Oder die polnischen Metzger, die in diesen riesigen Fleischhöfen da minimalst bezahlt Arbeit leisten. Nur, ich habe noch nie gehört, dass ein Strafprozess und also sozusagen gegen solche Unternehmer gemacht wurden. Das fällt unter, so ist halt der Kapitalismus heutzutage. Und wir kommen dann vielleicht zur Frage, wie man etwas besser machen kann. Aber ich glaube, es wird weniger von der ethisch-moralischen Seite her gelingen, als von der Organisation der Interessen und von sozusagen dem Angehen der Machtfrage. Das sind alles sehr stark Machtfragen. Aber für uns am Podium ganz pragmatisch jetzt, was einigen wir uns auf Fälle schwerer Ausbeutung, auf sklavenarbeitsähnliche Zustände? Was? Eine Anmerkung, also diese Gesetzesbestimmung gibt es in Deutschland, ich glaube seit 2016. Ja, weil es gibt eine EU-Richtlinie gegen Menschenhandel seit 2011, die muss umgesetzt werden in nationale Rechtsprechung. Deutschland war da sehr spät dran und diese Formulierung, meiner Meinung nach, sehr unglücklich gewählt. Ja. Der 100-Jahr-StGB Menschenhandel im österreichischen Strafgesetzbuch hat insofern den Vorteil, als er schon objektivierbar ist, was Sie gerade angesprochen haben. Und da helfen uns dann auch die Kommentare zum Gesetzestext. Also da ist zum Beispiel, mittlerweile hat sich da eine Praxis herauskristallisiert, was weiß ich, die Entlohnung muss weniger als 50% sein des ortsüblichen Entgelts. Ja. Ja. Die und so weiter. Ja. Arbeitszeiten müssen konstant überschritten werden, eben die vitalen Interessen müssen. Und das kann man dann schon objektivieren, indem dass man sagt, da hat man auch was strafrechtlich Handhabbares und da kann man das entscheiden. Das ist halt eine Praxis, die sich da herausentwickelt. In der Rechtsprechung. Ja. Ob das immer gut ist, ist ja dahingestellt, aber ja, also da ist der Ausbeutungsbegriff ein strafrechtlicher und das finde ich auch problematisch, weil der Ausbeutungsbegriff ist so breit, da könnte man auch ökologisch, was weiß ich, aber strafrechtlich gibt es eine bestimmte Praxis, die sich also sklavenarbeitsähnlich wäre besser. Ich kann nur das sagen, wie sich die Praxis entwickelt hat. Ja. Okay, wir werden es nicht. Wichtig ist für meinen Arbeitsbereich die Operationalisierung. Ja, weil damit kann man tun.
Operationalisierung heißt? Im Sinn von, da gibt es strafrechtliche Kriterien, ab wann man mit der Ausbeutung im Strafrecht sind. Wann die Schwelle überschritten sind, dass die Ausbeutung so heftig ist, dass wir im Strafrecht sind. Gut, also wir sind uns bewusst, dass wir in der Begrifflichkeit uns auf dünnem Eis bewegen. Schauen wir uns vielleicht noch die Beispiele. Würde ich nicht zustimmen. Nicht? Nein. Es gibt eine übliche Situation, wir haben einen menschenrechtlichen Ausgangspunkt, wir haben Strafbestimmungen, die nicht weniger konkret sind als andere Strafbestimmungen, da gibt es wesentlich vagere Strafbestimmungen, es gibt Judikatur dazu, also das Problem sehe ich nicht. Ich sehe also Probleme. Wie soll man es nennen, ganz kurz auf den Punkt gebracht. Die Situation scheint mir eher typisch zu sein, dass zwar alle finden, Arbeitsausbeutung ist ganz schlimm, aber wenn man dann sagt, das ist strafbar, da gibt es Anzeigen, da gibt es Verfahren, da gibt es Staatsanwälte. Wir brauchen mehr Arbeitsinspektionen, die wirklich hinschauen, dass die Leute, Menschenwürde, das ist so vage. Ja. Ich meine, die Menschenrechte basieren auf der Menschenwürde. Wie viele Prozesse nach dieser strafrechtlichen Bestimmung der Ausbeutung wurden in Deutschland geführt? Nein, in Österreich. Wir haben zwei Strafbestimmungen, mit denen es umgesetzt wurde. In Österreich haben wir diesen Ausbeutungsparagrafen so nicht, oder? Doch, wir haben zwei davon. Das ist eben der 104a StGB. Also, der nicht. Mit Menschenhandel hat das nichts zu tun, sondern es ist 28c Ausländerbeschäftigungsgesetz. Die gerichtlich strafbare Handlung der Ausbeutung eines Ausländers unter Ausbeutung und so weiter geht es auf die Details ein. Und dann gibt es noch im Fremdengesetz auch eine Ausbeutung eines Fremden. Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen einbremsen, ja, dass man nicht in ein juristisches Scharmützel geraten. Das bezweifle ich ja gar nicht, dass es die Rechtsvorschrift gibt. Aber für Juristen gibt es ja auch sogenanntes Todesrecht. Das heißt, es gibt ein Recht, das eigentlich irrelevant ist. Das steht zwar im Gesetzbuch, aber da es nicht wirklich umgesetzt wird, ändert sie nichts. Und ich habe ein bisschen den Verdacht, dass das in diesem Sinn fast totes Recht ist. Ist nicht ganz so schlimm, aber natürlich gibt es in der Situation zwei Möglichkeiten. Nämlich man sagt, ja, dann vergessen wir es halt, oder man sagt, wir sollten was tun, damit es mehr Fälle werden. Nicht? Und ich wäre eher auf der zweiten Seite, und da wird es dann interessant, was kann man tun, damit es mehr Fälle werden. Nicht? Das okay, ist, worüber wir nachdenken. Ich sage jetzt dann Fälle schwerer Ausbeutung. Übrigens ist interessant, alle Gesetze achten genau darauf, dass es nie heißt Ausbeutung, sondern immer besondere Ausbeutung, besonders schwere Ausbeutung. Und dann findet man im Kommentar dazu, das heißt höchstens 50% des gesetzlichen oder deutliche Abstände und so weiter. Das ist überall. Also, dass es nicht die normale Ausbeutung ist, sondern eine ganz besondere Ausbeutung, das wird schon herausgestellt. Ja, gut, kommen wir zu den Beispielen zurück. Herr Buchner, wie erklären Sie sich, dass der von Ihnen geschilderte Fall von besonders starker Ausbeutung kein Einzelfall ist? Gibt es die nötigen Gesetze, um solche sklavenarbeitsähnlichen Zustände zu verbieten und werden die nur nicht kontrolliert oder hinkt schon die Gesetzgebung der Entwicklung am Bau dem hinterher? Ja, da kann man jetzt sehr viel dazu sagen. Wo fange ich an? Nicht zu viel. Ja, ich versuche es nicht zu viel, genau. Naja, also zum einen ist es so, dass man jetzt Männer auch als Opfer und Ausgebeutete ist ja noch nicht so lang. Ne? Also dass auch unsere Einrichtung gibt es seit 2013 und wir sind der Pioniere, ja, dass man Männern auch Unterstützung anbietet. Also das ist einmal vielleicht festzuhalten. Ne? Eben, und das ist ja ein großes Feld und wir finden auch immer mehr den Zugang zu den betroffenen Männern. Ja, wir haben angefangen mit 15 betreuten Personen im Jahr, jetzt sind wir bei 60 betreuten Personen im Jahr. Wir kommen nicht an alle ran, natürlich. Also es ist einmal das, dass Betroffene wissen, es gibt eine Unterstützung. Ja, das ist, denke ich, schon ein, ich will jetzt unsere Arbeit nicht dinge, aber es ist natürlich eine Unterstützungsmöglichkeit. Ja, dadurch können sich Betroffene besser zur Wehr setzen. Solche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es auch nicht so lange. Für uns ist auch ganz wichtig UNDOC zum Beispiel, die arbeitsrechtlich unterstützt. Ja, und dann denke ich mal, wenn man den Bau hernimmt, es gibt ein riesiges Spektrum von nicht korrekten Verhaltensweisen am Bau. Ne? Es gibt das Spektrum reicht ja von Unterentlohnung, von falschen Versprechungen, von Ausnutzung migrantischer Arbeitskräfte, von Halbkriminellen und so weiter. Das ist ein riesiges Spektrum. Und da bin ich jetzt schon auch beim Herrn Diering, dass wir viel zu wenig kontrollieren, dass man Betroffenen zu wenig anbietet, dass nicht gescheit hingeschaut wird. Es gibt zu wenig Geld für die Arbeitsinspektorate. Es gibt zu wenig muttersprachliche Informationen. Ja, und dass alle Behörden
wirklich konsequent vorgehen, also gegen Lohn- und Sozialdumping, gegen Steuerhinterziehung. Und wenn ich das vielleicht noch sage, wir sehen auch das Problem, wenn kontrolliert wird, zum Beispiel Abgabenhinterziehung, ja, dann wird nicht gefragt, nicht die Perspektive der betroffenen Personen, der migrantischen Arbeitskräfte genau. Bei uns. Ja. Dann wird vor allem geschaut, wie kann man die möglichst schnell abschieben. Ja. Also das haben wir schon gehabt, wo die dann ganz schnell wieder weg sind und wir echt total flink sein müssen, dass wir mit den Leuten noch sprechen. Das wäre bei dem Fall ja auch so gewesen. Hätten wir nicht interveniert gemeinsam mit der Polizei, wären die ganz schnell abgeschoben gewesen. Ja. Also das ist wichtig, dass neben der Abgabenhinterziehung und den fremdenrechtlichen Verstößen gefragt wird, was für Menschen arbeiten da und wie geht es denen. Ja, und dann zuhören und schauen, kriege ich da Informationen, um gegen ausbeuterische Verhältnisse vorgehen zu können. Damit haben Sie sich auch intensiv auseinandergesetzt, ja. Wie die EU quasi mit den Opfern umgeht und dass da eigentlich wir haben zu wenig passiert. Wir haben von Anfang gesagt, man muss auf zwei Schienen setzen. Man muss zum einen die Opfer ermutigen, Anzeige zu erstatten. Das braucht ganz konkrete Pakete, wo ein Aufenthaltsrecht drin ist, wo die Wiedergutmachung, wo die Nachzahlung des geschuldeten Lohns drinnen ist, wo eine Opferhilfeeinrichtung und auch juristische Unterstützung drin ist. Diese Angebote müssten viel konkreter geschnürt sein, damit sich diejenigen, die aussteigen könnten, sich überlegen, ob sie aussteigen sollen, auf etwas verlassen können. Das Zweite ist, man muss davon ausgehen, dass es dennoch zu wenige Strafverfahren geben wird und dass man sich in die Lage versetzen muss, ex officio Strafverfahren zu führen. Das heißt, dass man von Amts wegen die Strafverfahren führt, die man aufgrund amtlicher Ermittlungen führen kann. Und das setzt voraus, dass es Arbeitsinspektionen gibt, die so ausgestattet sind, die in der Lage sind, tatsächlich hineinzugehen mit der Finanzpolizei gemeinsam, mit der Exekutive gemeinsam vielleicht, mit der Gewerkschaft vielleicht gemeinsam und die Dinge dort sicherstellen. Es gibt ja ganz viel. Also die gibt es zwar, aber die haben nicht die nötigen Kompetenzen, oder? Jetzt würde ich ganz gerne nur eines in die Diskussion einbringen. Landwirtschaft in Oberösterreich zum Beispiel, gibt es eine land- und forstwirtschaftliche Arbeitsinspektion. Den letzten Bericht, den ich gefunden habe, da ist die Rede von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, 31.477 land- und forstwirtschaftliche Betriebe in Oberösterreich. Ja, also 31.500 so ungefähr. Was schätzen Sie, wie viele Arbeitsinspektoren, wie viele landwirtschaftliche Arbeitsinspektoren sind für diese 31.000 Betriebe zuständig? Drei, in der Tat. Es sind drei. Es waren 2009 noch vier. Es sind inzwischen nur noch drei. Da muss man dazu sagen, ist Oberösterreich gut dran. Für wie viele Menschen? Ja. In der Steiermark sind es 36.534 land- und forstwirtschaftliche Betriebe und es gibt ein Viertel, also einen Bediensteten, einen Inspektor, dem Umfang von 25% seiner Arbeit. Der im Sommer Arbeit, das macht, ne? Das nenne ich angestrengtes Wegsehen. Nicht? Das hat ja System, das kommt ja nicht von ungefähr, dass man entweder in die eine Behörde und die andere investiert, entweder da Personal nachliefert oder abbaut, nicht? Niederösterreich 1, Kärnten 1, Salzburg 1, also Oberösterreich hat dreimal so viel wie andere Bundesländer, aber ich würde sagen, immer noch viel zu wenig. Naja, aber das passiert ja nicht unbedingt aus Bösartigkeit, sondern aus der Angst, dass das alles nicht mehr dann finanzierbar ist. Also gerade bei der Pflege ist das ja etwas, wo man sagt, wenn man da kontrolliert und alle Vorschriften einhält, können wir uns das nicht mehr leisten. Ne? Na, das ist der eine Punkt, aber in jedem Fall ist es sozusagen für uns Österreicher ein gutes Geschäft und auch für die Deutschen etc. Das heißt, die fatale Situation aus meiner Sicht ist ja dann gegeben, wenn die Ausbeutung sich spezifisch gegenüber gegen Ausländer richtet, die ausgebeutet werden und die Ausbeuter als Gesellschaft. Weil das muss ja der Grund sein, warum keine politische Partei, einschließlich der Grünen, in keinem europäischen Land diese 24-Stunden-Pflege irgendwo wirklich auf ihrem Programm hat. Weil wir alle irgendwie davon profitieren. Mhm. Es ist bequem, es könnte vielleicht ein bisschen besser gemacht werden, dass die Agenturen nicht so viel mitschneiden. Das wäre sozusagen noch eine Möglichkeit. Aber dass im Verhältnis zwischen jetzt den
der deutschen, französischen, österreichischen etc. Gesellschaft und den Rumäninnen, Ostslowakinnen etc. hier sozusagen eine Abhängigkeitssituation eben ausgenutzt wird. Und dann gibt es eben keine wirklich starke Motivation. Also sozusagen das Moralische allein hat in der Geschichte meiner Ansicht nach noch nie ausgereicht, um Ausbeutungen dieser Art zu überwinden. Und ich persönlich glaube nicht, dass man sagen kann, dass zum Beispiel sozusagen die Aufklärung und die Menschenrechte hauptverantwortlich waren für die Abschaffung der Sklaverei im 19. Jahrhundert, sondern es hat nicht mehr mit den Produktionsstrukturen zusammengepasst. In den Südstaaten schon, weil man dort Plantagenwirtschaft hatte, aber in den Nordstaaten in einem Industriebetrieb hätte eine Ausbeutung dieser Form keinen Sinn, weil ich brauche einen qualifizierten, motivierten Mitarbeiter. Ich kann einen Spargelstecher ausbeuten und sagen, ich schmeiß die raus, wenn du nicht so und so viel Kilo pro Stunde zusammenbringst, aber ich kann nicht einen Facharbeiter, der Mechatroniker ist, sozusagen so behandeln. Ja. Das, also da hat sich, haben sich eben die Produktionsverhältnisse geändert. Aber es gibt eben, man muss sich ja nur anschauen, wo wird ausgebeutet. Das sind relativ einfache Tätigkeiten, wo Menschen austauschbar sind. Vom Spargelstecher bis zur 24-Stunden-Pflegerin, wobei bei letzterer von einfacher Tätigkeit ja überhaupt keine Rede sein kann. Aber es ist sozusagen keine Tätigkeit, für die ich jetzt eine Fachausbildung brauche. Wenn ich mein Herz am rechten Fleck habe und ein Gespür habe für die Not von Menschen können. Also ich weiß, meine Mutter wurde auch so gepflegt und zwar sehr gut. Und wir haben allerdings schon ein bisschen mehr gezahlt, weil ich das so sagen darf, und keine Agentur, wir haben das direkt gemacht. Und das ist auch schon 20 Jahre her. Aber was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, diese Art von Tätigkeiten wird es auch in einer hochdifferenzierten, digitalisierten Industriegesellschaft immer geben. Und solange die Opfer sich nicht organisieren können, und das ist in dem speziellen Fall das Problem, die Ausbeutung des Proletariats, der Arbeiterschaft, wurde Schritt für Schritt verringert vom 19. Jahrhundert an, weil die sich organisiert haben, weil sie Gewerkschaften gegründet haben, weil sie ihre Medien hatten, weil sie Arbeiterbildungsvereine hatten, weil sie Arbeiterzeitung hatten und. Es war dieser unendlich lange Weg der reformistischen Sozialdemokratie, die wirklich die Welt verändert hat, ja, und die sozialen Bedingungen. Ja, wie soll denn, es gibt in Westeuropa jetzt eine Million 24-Stunden-Pflegerinnen. Ja, wie sollen die sich organisieren? Es gibt schon Ansätze. Es gibt in Rumänien eine Frau, die versucht, sozusagen eine Art Interessensgemeinschaft langsam aufzubauen. Aber statt dass von unserer Seite jetzt, von Seiten Sozialministerium etc., das als positiv angesehen wird, wenn man dann langsam sozusagen auch einen Gesprächspartner hätte, ja, um irgendwelche Minimalregelungen durchzuführen und um die Agenturen an die Kandare zu nehmen und zu sagen, also die Agenturen zum Beispiel würde ich als Erster rausschmeißen. Das geht einfach nicht, dass die immer mitschneiden. Das ist absurd. Nicht unbedingt die Vermittlungstätigkeit, aber dass die sozusagen die Frauen in dieser Abhängigkeit halten, indem sie alles Bürokratische für sie erledigen, weil als Scheinselbstständige müssen sie ja gewisse Behördenwege durchführen, damit der Anschein gewahrt werden kann. Die kennen das aber nicht, weil sie oft, kein Wortdeutsch, aber fast nichts können. Also, jetzt, wir wundern uns ja jetzt, dass man quasi in etablierten Demokratien so wenige Betroffene aufstehen und sagen, das passt so nicht, wir organisieren uns. Ja. Aber in dem Fall ist es besonders schwer. Besonders schwer, noch schwerer war es jetzt bei den historischen Fällen, also Zwangsarbeit im Nationalsozialismus unter einem totalitären Regime, aber selbst da gab es einen gewissen Spielraum, einen ganz kleinen noch dafür. Jetzt, wenn man an Ihrem Beispiel, Frau Schweizer, gehört hat, war das gar nicht so sehr viel anders als diese Zustände, die wir jetzt geschildert haben. Das ist auch angeworben worden, falsche Versprechen gemacht worden, die Leute ins Land gelockt worden, natürlich in dem totalitären Regime noch einmal ganz anders dann über die Menschen bestimmt worden. Aber das ist ja auch damals zentral übers Arbeitsamt gelaufen. Hat man? Also ich würde sagen, es gab zwei zentrale Unterschiede. Ja. Das eine sind, es gab am Anfang Anwerbungen, die mit dem Deckmäntelchen der Arbeitsverträge waren.
ein Großteil der Menschen sind durch Razzien zusammengefangen worden. Man brauchte mit dem nächsten Transport 600.000 Russen und Russinnen oder Osterarbeiter, Osterarbeiterinnen. Das war im fortgeschrittenen Stadium des Krieges dann, ja? Das war ab 1941, ja. Also spätestens ab Stalingrad hat sich es natürlich nochmal verschärft. Aber da sind die Leute genauso in Frankreich zusammengefangen worden. Da sind die Kinos geschlossen worden und alle, die dort drinnen waren, sind nach Deutschland deportiert worden. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, vermittelt worden sind die Leute quasi zentral übers Arbeitsamt. Genau, hier. Auf das wollte ich jetzt hin. Nein, auf zwei Unterschiede noch, bevor ich zum Arbeitsamt komme. Der zweite Unterschied ist der, dass das nationalsozialistische Regime Erlass- und Verordnungssystem gehabt hat, wo das alles ja legitimiert war und wo die Nationalsozialisten oder der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, der Gaukel, genau vorgegeben haben, wie die Arbeitskräfte zu behandeln sind. Unterschiedlich nach rassischer Zugehörigkeit und so weiter und so fort. Und das Dritte ist, ich habe Ihnen sehr zugehört, die Arbeitsinspektoren, also die Arbeitsämter im Nationalsozialismus, die haben mitgemacht, ja. Die haben die Arbeitskräfte vermittelt. In der Landwirtschaft hat das ausgeschaut, so dass das erzählen so viele Menschen, das war ein Viehmarkt, ja. Sie sind auf den Viehmarkt gebracht worden von den Arbeitsämtern. Und die haben nicht kontrolliert, ob die Arbeitskräfte ausgebeutet werden, sondern die haben geschaut, dass die Arbeitskräfte gut arbeiten. Und wenn die nicht gut gearbeitet haben, waren sie spätestens zwei Tage später entweder in einem Arbeitserziehungslager, wo sie sich drei Monate lang bessern konnten, oder sie sind im Konzentrationslager gelandet. Hat man nach 1945 daraus etwas gelernt, dass man solche Strukturen nicht mehr so zieht? Ja, ja und nein. Also ich möchte nur den Stefan Essel sagen, das ist ja ein ehemaliger KZ-Häftling von Mittelbau-Dora und von Buchenwald, der ist ja einer der Mitautoren von der Deklaration der Menschenrechte und er hat das genau auch vor diesem Hintergrund definiert, dass sowas nicht mehr passiert. Das Problem an der Zwangsarbeit, dass das dann tatsächlich nicht wirklich Konsequenzen nach 1945 hatte, war auch der Kalte Krieg. Ein ganz großer Teil der Zwangsarbeiter waren Osteuropäer. Und mit dem Kalten Krieg wurde dieses Thema tatsächlich vergessen. Also es wurden nicht die Leute vergessen, sondern es wurde auch dieses Konzept der Zwangsarbeit vergessen. Und zwar meine ich da, also KZ-Zwangsarbeit, die wurde dann in den unterschiedlichen Ländern, würde ich sagen, spätestens ab den 60er Jahren thematisiert. Aber die Zwangsarbeit von zivilen Arbeitskräften, die Zwangsarbeit von Kriegsgefangenen, das war überhaupt kein Thema, weil da dieser Kalte Krieg tatsächlich jegliche Aufarbeitung verhindert hat, weil dann hätten irgendwie die Amerikaner oder die Briten sich für die sowjetischen Menschen einsetzen müssen, wo die Sowjetunion klipp und klar gesagt hat, das geht euch nichts an. Und deshalb ist auch dieses Thema Zwangsarbeit tatsächlich erst was, was dann in den 90er, Anfang 2000er Jahren wieder aufgetaucht ist, nachdem der Eiserne Vorhang gefallen ist. Jetzt haben wir seit dem letzten Jahr eine Pandemie, die in vielen Fällen deutlich gemacht hat, dass es solch ausbeuterische Verhältnisse gibt. Bei den Erntearbeitern, in der Pflege hat man eben diese Züge gesehen, die Flieger gesehen, wie die Menschen zu uns kommen und wie sehr wir sie brauchen. Das heißt, da hat die Pandemie zumindest ein bisschen was Positives gehabt, dass hier ein Bewusstsein geschaffen wurde. Jetzt ist die Frage, nachdem die Zeit schon etwas drängt in einer Schlussrunde jetzt, was wir tun können, wir als Konsumenten von Produkten, aber auch von Dienstleistungen, um das ein bisschen weiterzuführen, dieses Bewusstsein. Also es gab dann so Fälle, wo jemand, eine Bloggerin dann klar gemacht hat, man kann nicht nur bei Amazon bestellen, es gibt viele österreichische Shops, eine Liste gemacht und solche Dinge. Aber die Frage ist,
ob sowas schon reicht. Und meine Frage wäre, ob man sich nicht ein Beispiel bei den Abolitionisten nehmen könnte, also jener kleinen Gruppe von Menschen, die es geschafft haben, die Sklaverei zu ächten und dann auch zu verbieten, mit Hilfe des Strukturwandels, den es hier gegeben hat. Da war Warnächtung ein wichtiger Bestandteil dieser ersten Kampagne im Dienste der Menschenrechte, oft gerichtet an Frauen, die für den Einkauf zuständig waren. Es gab da auch schon Werbung im Stile heutiger Fairtrade-Produkte, also ein Zuckerraffineur etwa hat dann dem Publikum bekannt gegeben, dass er jetzt eine Zuckerauswahl zum Verkauf bereit hat, hergestellt durch die Arbeit von freien Männern. Das heißt, eine Fair Work-Initiative, die gibt es ja heute auch. Warum, Herr Diering, wird die eigentlich vergleichsweise wenig noch beachtet? Schauen Sie mich an. Ja. Ja, also zunächst mal, ich glaube an Fair Work. Ich glaube an Werte, ich glaube an die Menschenrechte. Ich bin da viel optimistischer, Herr Schulmeister. Vielleicht auch, weil ich mich erinnere. Vor 50 Jahren, als ich Jus studiert habe, ist im führenden Lehrbuch gestanden, es kann keine Vergewaltigung in der Ehe geben, denn der Ehemann hat ja ein Recht auf sexuellen Verkehr. Es ist nicht rechtswidrig. Rittler, Lehrbuch. Ja. Damals war keine Rede davon, dass die gesunde Watschen vielleicht nicht gesund ist. Wir haben jetzt eine Untersuchung gemacht, ob die Leute bereit sind einzuschreiten, wenn sie sehen auf der Straße, ein Kind wird gewatscht. Ja. Es ist erstaunlich, wie viele Leute ohne zu zögern sagen, ja, sie würden etwas unternehmen dagegen nicht. Oder eben die ganz gewöhnliche Gewalt in der Familie soll heißen, Mann schlägt Frau Situationen. Bis 1990 kein Thema. Und heute ist es völlig anders. Jetzt wird jedes Mal, wenn eine Frau stirbt, zum Glück nicht nur festgestellt, es ist wieder ein Drama passiert, sondern gefragt, was hat die Polizei gewusst? Wie oft sind die schon aufgefallen? Nicht? Also wir sind da viel weiter gekommen in diesen Bereichen. Warum? Weil die Leute an das Gute glauben, weil die Leute an Menschenrechte glauben, weil die Leute glauben, dass weder Kinder noch Frauen Gewalt verdient haben und dass wir deswegen einfach zur Tagesordnung übergehen können. Ich glaube, dass der Herr Volksanwalt in Griechenland recht hat. Es ist einfach wie nach der ersten industriellen Revolution. Wir sind wieder angekommen bei Situationen, die an Liverpool, Manchester und so weiter erinnern. Und damals ist ja auch viel gelungen, aber natürlich durch eine starke Bewegung, sozialistische Bewegung in erster Linie, die für Rechte eingetreten ist. Das Problem, das wir jetzt haben, ist eben, dass es gebrochen ist über das Nationalistische. Wir reden ja nur über ausländische Arbeitskräfte, das war ja damals nicht so. Und das ist das eigentliche Problem, glaube ich, wo es ganz schwer ist, rüberzukommen. Die Leute haben zunehmend das Gefühl, wenn es nur Ausländer betrifft, betrifft es sie nicht. Ausländer sind grundsätzlich anders. Die haben weniger Anspruch auf Rechte. Ja? Und da sind wir bei der Würde. Würde bedeutet, wir sind alle Mitglieder einer menschlichen Familie. Alle UN-Dokumente beginnen da. Ob es die Universal Declaration ist, ob es die beiden Pakte sind. Diese Vorstellung, dass wir alle einer Menschheitsfamilie angehören, bedeutet Fraternität, also Solidarität untereinander, bedeutet Gleichheit, bedeutet, dass niemand geopfert wird, dass nicht die Mehrheit entscheidet, sie opfert mal schnell eine Minderheit, nicht? Also das ist, glaube ich, der Punkt, von dem wir ausgehen müssen und zu dem wir kommen müssen wieder, auch in diesen Diskussionen. Wäre so ein Fair Work Siegel, Herr Buchner, am Bau etwas, ein mit Fair Work hergestelltes Haus, das wäre doch was, oder eine Fair Work zertifizierte U-Bahn. Da hätten Kommunen doch auch eine große Macht, um Bedingungen zu stellen. Also ich bin hauptsächlich in der Betreuung Betroffener tätig, nicht? Aber natürlich stelle ich mir die ganze Fragen auch der Prävention, was kann man präventiv tun? Ja, also wir haben ja Mitte Oktober eine Konferenz gegen Menschenhandel wieder gehabt, einmal im Jahr in Wien. Und da haben wir auch das Thema Baubranche angesprochen. Da hatten wir eine Kollegin vom Fraueninformationszentrum Stuttgart zu Gast. Und ich werde auch die Broschüre nachher auflegen. Da ging es um die Frage, was können Unternehmen tun, um gegen ausbeuterische Verhältnisse auch vorzugehen oder präventiv zu handeln. Und da gibt es einige spannende Modelle, wo große Unternehmen, gerade auch die nahe bei öffentlichen Vergaben sind, Zertifizierung. Also da gibt es ein paar Best-Practice-Modelle, gerade im Bundesland Baden-Württemberg, wo gerade in Arbeit, gerade im Bereich der öffentlichen Vergabe, das Unternehmen zertifiziert werden, dass die Generalunternehmer verpflichtet sind, all
Ketten nachzugehen und sicherzustellen, dass dort keine Ausbeutung passiert. Ja. Ein Unternehmer, weiß ich, der hat gesagt, das ist nicht nur eben ethisch sinnvoll, sondern auch die Sicherheit, dass die Lieferkette funktioniert. Also es ist viel auch ökonomisch spannend. Und ich denke mir, in die Richtung könnte es durchaus gehen, ja, dass hier sichtbar gemacht wird, wo sind nämlich auch diese Verschleierungsstrategien am Bau. Ja? Sub-Firmen und man weiß nicht mehr, wer ist verantwortlich dafür. Das ist eins der großen Probleme. Und dass man hier quasi, weil die Vergabe große Geschichte, es sind riesige Summen im Spiel, dass man zumindest im Bereich der öffentlichen Aufträge hier ein System schafft. Da gibt es Beispiele, wo mir so scheint, als jemand, der da nicht vom Fach ist, ich bin Psychologe, aber das könnte durchaus etwas bringen, auch im Sinn der Signalwirkung und auch im weil solche Dinge haben ja nicht nur eine punitive Wirkung, eine strafende Wirkung, sondern haben ja auch eine normsetzende Wirkung. Ja? Und das in die Richtung, da denke ich, da könnte man viel daraus lernen. Und ich bin auch, ich weiß nicht, ob ich optimistisch bin, das ist immer vor, zwei Schritte vor, drei zurück, aber ich denke mir auch, es tut sich was, diskutiert, Covid hat geholfen, die Dinge sind am Tisch, gerade auch in der Erntearbeit, also so heiß war das Thema noch nicht. Wie jetzt in Österreich. Wir müssen schauen, dass es am Kochen bleibt. Und ich denke mal, da sind wir wirklich auch alle angesprochen, wenn wir wieder mitkriegen in den Medien, 4 Euro für Erntehelfer im Feld in Oberösterreich, Nachfeld, dass wir alle drüber reden und sagen, das geht so nicht. Ja, das wir wollen nicht, dass man so mit Leuten hier umgeht. Und es fällt uns schon auf den Kopf, ja, weil das Arm-Reich-Gefälle wird immer mehr und die Probleme werden mehr. Es ist auch im Eigeninteresse, dass wir da das beitragen, was wir beitragen können. Herr Schulmeister, Sie als Ökonom, was sagen Sie, ist das der Glaube an das Gute im Menschen, was in der Wirtschaft wirklich etwas bewegt, würde so ein Fair-Work-Siegel nicht unseriöse Anbieter unter Druck bringen, auch in der Pflege zum Beispiel? Oder wie wäre es mit einem Lieferkettengesetz? Es ist sicher wichtig, dass man sozusagen diese ethische Komponente einbringt, aber ich glaube, dass sie überhaupt nicht ausreichen kann, um die Gesellschaft, um die Machtverhältnisse, die Ausbeutungsverhältnisse zu verbessern, zu verändern. Mein Lesen der Geschichte ist, dass es sich eben immer dann verändert, wenn die Machtfrage gestellt wird, wenn die Opfer sich organisieren, wenn sie sich natürlich auch rüsten mit dem Instrumentarium des Arguments, also am Beispiel der Arbeiterbewegung dargestellt, ich brauche sozusagen 3 Dinge, eine schwere Krise, eine Theorie, die die Krise erklärt und die Opfer organisieren sich. Also eben 1870, 73 eben großer Börsenkrach, große wirtschaftliche Depression, aber es gab eine Theorie durch Karl Marx und Friedrich Engels, die erklärt hat, so ist eben der Kapitalismus und wenn ihr was ändern wollt, müsst ihr aufgrund dieser Navigationskarte, dieses Orientierungssystems euch organisieren. Und wenn ich dann den Weg verfolge, den die reformistische Arbeiterbewegung, Viktor Adler, Kautsky und Co. gegangen sind, nämlich diese Kombination, die großen Ziele nicht aus dem Auge verlieren, aber sehr wohl kleine Schritte akzeptieren, also nicht revolutionär, das meiner Ansicht noch nie funktioniert hat. Und wenn ich das jetzt auf heute übertrage, dann habe ich zwar auch eine große Krise meiner Ansicht nach und als kleines Argument für meine Position würde ich schon anführen, im Kopf, also sozusagen hat die Aufklärung zugenommen, die Menschen wollen, es soll so nicht sein und so, aber die Ausbeutung hat in den letzten 30 Jahren massiv zugenommen. Also die soziale Ungleichheit, die Ungerechtigkeit hat sich extrem verschärft auf der Welt, in meiner Diagnose. Das hat natürlich jetzt sehr viel mit der Ideologie zu tun, weil die dominante Weltsicht, die Weltanschauung, die verändert die Welt. Ja? Das heißt, wenn sich eben eine Weltanschauung durchsetzt, die sagt, der Mensch ist seinem Wesen nach ein Egoist und wenn nur jeder seinem Egoismus frönt, dann wird die unsichtbare Hand der Marktkräfte eh das allgemein Beste zustande bringen. Na gut, dann kann jeder die Sau rauslassen und erst
langsam jetzt am Beispiel der Erderwärmung merken wir, dass das in die Katastrophen führt. Weil wenn jeder seinem Egoismus folgt, dann wird jeder, wenn es heiß ist, die Klimaanlage aufdrehen, er wird selbstverständlich mit dem Auto fahren und nicht mit dem Zug etc. Und was wirkt, ist, sind so Dinge wie das Klimaticket. Warum? Weil es muss auch einen Anreiz geben. Man möchte auch gern was davon haben. Also wenn zum Beispiel die Bepreisung, wie das so schön heißt, von CO2 so wäre, dass das immer teurer würde, Schritt für Schritt, dann würde jemand, der ein Familienhaus hat, sagen, na, ich kann mir ausrechnen, in 10 Jahren, 15 Jahren kostet die Beheizung meines Hauses mit fossiler Energie einfach zu viel. Dann mache ich die Renovierung. Die, die sozusagen nur sich, wie soll ich sagen, ethisch motivieren, die gibt es natürlich. Das sind die 10-15%, die Fair Trade kaufen, die wirklich auch auf Umwelt schauen in ihrem persönlichen Leben, die also eben nicht zum, so kein Namen, Standard-Supermarkt geht etc. Aber es reicht nicht. Sozusagen die überwältigende Zahl der Menschen wird auch aus Not zum Beispiel im Supermarkt natürlich die Tomaten aus Südspanien kaufen, die mit ausbeuterischer Erntearbeiterarbeit eben billiger ist als die vom Bioladen, der meinetwegen aus dem Machfeld bedient ist. Aber die, ich habe so einen im Haus, ich tu als Ökonom vergleiche über die Preise, das kostet ungefähr 2-3 Mal so viel. Punkt. Und das kann sich auch nicht jeder leisten, natürlich für ein Kilo Tomaten dann eben 4,50 Euro oder 5 Euro sogar zu zahlen. Obwohl sie wirklich viel besser schmecken, keine Frage. Zumal ja dann übers Machfeld durchaus auch die Geschichten auftauchen, wie dort dann die Spargelstecher untergebracht waren. Also genau, das ist im Frühjahr aufgepoppt. Das wird groß beworben und dann kommen diese Geschichten auf. Also so, jetzt haben wir knapp eineinhalb Stunden über Sklaverei, Menschenhandel und Ausbeutung diskutiert. Wir waren jetzt schon beim nicht mehr ganz so fasslichen klimaschädlichen Gas, das wir hier ausstoßen. Wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, darf ich Sie um ein Handzeichen ersuchen? Frau Wahl kommt dann zu Ihnen und wird Ihnen das Mikro halten. Bitte nicht ohne den Mikro sprechen, weil sonst hört man Sie im Stream nämlich. Also ich habe ganz kurz, erstens einmal zu den Pflegekräften. Sie sind nicht interessant für die österreichische Politik, weil sie keine Wähler sind bei uns, aber dass man sie nicht organisieren kann mit den EDV-mäßigen Mitteln, die man jetzt zur Verfügung hat, das gibt es ja gar nicht. Also das müsste normal, ganz normal zum Organisieren sein, dass ich die Gruppen von Pflegekräften in eine Gruppe reinbringe. Dann zweitens, Fair Work in Österreich, da schaue ich mich, wenn ich das Wort nehmen muss. Und drittens, glaube ich, Arbeitsinspektorat funktioniert. Sie funktioniert in der Industrie. Wir müssten sie nur mehr fördern, dass wir solche Sachen nicht mehr haben. Ich weiß, wir kriegen zweimal im Jahr eine Überprüfung über Überstundenpauschalen und wenn eine Stunde nicht abgerechnet ist, kriegen wir eine Strafe. Also wenn man die Arbeitsinspektoraten so aufstockt, dass solche Sachen auch überprüfen, dann kann es das nicht mehr geben. Gut, da würden Sie was dazu sagen? Da kennen Sie sich aus mit dem Arbeitsinspektorat? Unleuchtlichen. Na? Ja. Nur zur Organisation, nein, das ist, glaube ich, wirklich nicht so leicht. Wenn Sie die konkrete Lebenssituation einer Rumänin, einer Oslowakin, einer Tschechin, einer Ungarin in einem Haushalt einer pflegebedürftigen Person betrachten, die arbeitet 14 Tage lang, 24 Stunden muss sie zumindest bereit sein. Wie sollen diese Menschen eine Gewerkschaft gründen? Natürlich, die Technik wäre da, Internet. Aber erstens können die das Internet nicht verwenden in den meisten Fällen. Das sind ja so Anführungszeichen einfache Menschen, ja, die aus einer Not heraus jetzt daherkommen. Ich meine, die Arbeiterbewegung hat schon gewusst, warum die Aufklärung der Arbeiter, also das Bilden, das Wissen, so wahnsinnig wichtig ist als Voraussetzung dafür, dass man sein eigenes Schicksal in die Hand nimmt. Aber dazu muss man auch, es klingt jetzt banal, auch ein bisschen die Zeit haben. Ja, wenn ich 14 Tage, 24 Stunden pflege und dann bin ich froh, wenn ich zu Hause bei meinen Kindern bin oder was immer, puh, das ist schwer. Ja. Auch wenn es theoretisch möglich wäre mit Internet und so weiter. Da hinten ist noch eine Frage. Nachdem es um Missbrauch bei Menschen gegangen ist, ist mir eine Gruppe besonders wichtig.
Ich habe gestern mit einem jungen Mann aus dem Irak gesprochen, der vor 7 Jahren nach Österreich gekommen ist. Und in der Hoffnung, dass er da natürlich ein entsprechendes Leben aufbauen kann. Die Vita hat sie so geschrieben, mache es jetzt kurz, dass er nach 7 Jahren aus der Bundesbetreuung rausgefallen ist. Er ist immer noch da und ist im Ute Bockhaus untergebracht und hat mir gesagt, ich bin doch ein Mensch. Ich bin ein Mensch und ich habe einen Anspruch auf ein menschliches Dasein und Leben. Und hier bin ich nichts. Ich komme vom Irak nach Österreich und werde hier zum totalen Nichts. Also ich war gestern sehr erschüttert. Da hat man gedacht, jetzt fahre ich auch gleich in Ohnmacht und könnte ihm nicht sagen, was er tun sollte. Er hat in dieser Zeit, in diesen 7 Jahren, alles versucht und ist übrig geblieben als einer, also von den Sklaven, von denen wir geredet haben, alles nachvollziehbar und von der Arbeit her ausgebeutet. Er würde gern arbeiten und er darf es nicht. Und dort beginnt für mich eine Ebene, wo ich mir denke, sind die Behörden, ist die Politik auf Bosheit aus, auf Zynismus? Sind wir ein Staat oder Organisation, die menschlichen Werte verloren hat? Sind wir auf dem falschen Weg? Ich weiß selber nicht, was ich ihm sagen soll. Er fragt mich heute wieder, wir sehen uns wieder. Ich weiß nicht, was mir heute einfällt. Ich würde ihm ja auch keine Lösung anbieten können. Aber gibt es was? Naja, also, ist das etwas, das man oft antrifft, wenn es um solche Missstände geht, dass wenn Behörden da einschreiten, dass es quasi um die Bekämpfung von Kriminalität geht, aber nicht darum, die Opfer auch dann gut zu stellen und für die zu sorgen. Dass man zwar schaut, man hat für die Statistik jetzt einen Fall gefunden von Missbrauch, aber wie Sie gesagt haben, ne, wenn man da nicht schaut, ist der abgeschoben einfach. Ne? Ja, das mit dem Abschieben ist natürlich ein Sonderproblem, nicht? Also tatsächlich ist es so, dass ganz viele deswegen nicht zur Polizei kommen und sagen, sie sind Opfer schwerer Straftaten geworden, weil sie fürchten, dass sie abgeschoben werden, nicht? Also wenn man einen irregulären Aufenthaltsstatus hat, ist es ganz schwer, an die Polizei heranzutreten. Es gibt so Modelle, so Firewalls einzuziehen, heißt das, also die einen Teile der Polizei nicht wissen zu lassen, was die anderen Teile der Polizei weiß. Ich halte davon nichts, es ist zu unzuverlässig. Ne? Das bräuchte wirklich, und da geht jetzt Italien den Weg viel entschiedener, es braucht wirklich vom ersten Moment an einen Aufenthaltstitel, humanitär oder wie immer dann genannt wird, vielleicht befristet für die Dauer des Verfahrens, das haben wir alles in Österreich schon, Österreich sogar befristet für die Dauer des zivilgerichtlichen Verfahrens, das ist eher ungewöhnlich in Europa, aber das funktioniert halt viel zu selten, viel zu wenig, ist zu unzuverlässig und führt jedenfalls nicht im ausreichenden Maß dazu, dass die Opfer sich wirklich trauen, sich an die Polizei zu wenden. Aber zu diesem Fall von dem jungen Mann aus dem Irak, es ist natürlich etwas, das eine Erfahrung von Vertriebenen, wenn man da in der Zeit des Nationalsozialismus ist, das natürlich auch Menschen von hier gemacht haben, die dann fliehen mussten und in Zielländern waren oder irgendwo dazwischen waren und ja, es nichts gefühlt haben, weil sie keinen Aufenthaltstitel haben, kein Papier hatten, um ausreisen zu können, nicht das Geld dafür hatten und auch auf der Strecke geblieben sind. Ja. Und das ist etwas, was halt jetzt nicht mit uns Österreichern unbedingt was zu tun hat, sondern schon darüber hinaus auch anzutreffen, ist egal, in welchem Land das jetzt war. Ich würde das ganz gerne ergänzen, weil ich ja zum Schluss über Roma und Sinti in Österreich gearbeitet habe. Also Zwangsarbeit von Roma und Sinti. Und ich meine, die Roma und Sinti, vor allem die burgenländischen Roma, die Sinti in Tirol, das sind Österreicher. Ja? Und gleichzeitig, ich meine, denen ist damals ideologisch vorgeworfen, sie wollen nicht arbeiten, die haben keine Arbeit gekriegt, die sind sofort rausgeschmissen worden. Aber das ist ja auf 45 weitergegangen. Also diese Stereotype, diese Vorurteile diesen Menschen gegenüber, sie seien arbeitsscheu, wie es auch nach 45 noch geheißen hat, das hat ja teilweise bei vielen hält es ja heute auch noch an. Und das sind Bürger dieses Landes, ja. Also es fängt ja da schon an. Es wird dann definiert, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu und wie geht man mit denen um. Und das heißt, es fehlt auch diese
Tatsächlich, also meiner Meinung nach tatsächlich sowas wie eine Solidarität mit allen Menschen, ja, irgendwie, sondern man kategorisiert, und wenn ich da über Zwangsarbeit gearbeitet habe, also die Nazis haben das zur Perfektion betrieben, wie man alle Menschen in Kategorien einsetzt, und das hat sich in sehr vielen Köpfen verfestigt und ist auch nachher lange noch nicht rausgegangen. Hier gibt es noch eine Frage. Also für mich ist die Frage interessant, die dann stecken geblieben ist, wie können wir da etwas verändern? Ich kann durchaus sagen, es braucht die ethnische oder moralische Komponente von Fair Work. Es braucht, und das sage ich jetzt als Arbeitsinspektor, und damit oute ich mich auch die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja. Aber ich bin da durchaus bei Schulmeister, weil wenn ich mal sagen, die zwei Themen hernehme mit Fair Work, die ausgebeutete Alleinerziehende, die mit Billiglohn irgendwie durchkommt, die braucht nicht nachdenken, ob sie sich ein Fair-Work-Haus oder eine Fair-Work-Wohnung leisten kann. Die braucht ein Dach über den Kopf, das für sie bezahlbar ist, und im gleichen Ausmaß gesetzliche Rahmenbedingungen. Wenn wir uns anschauen, gesetzliche Rahmenbedingungen, 50% mehr an Arbeitszeit zu erbringen als gesetzlich erlaubt, damit ich im Bereich der Ausbeutung falle. Vor ein paar Jahren wäre das 12 Stunden gewesen. Jetzt haben wir einen 12-Stunden-Tag normalisiert. Jetzt sind wir bei 16 Stunden oder bei 18 Stunden. Das heißt, letztendlich ist es eine Frage der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, eine Frage der Hegemonie. Ja? Genau. Ja. Kann ich nur zustimmen. Ja. Das ist eben das Problem, weil letztlich glaube ich schon, dass zum Beispiel der soziale Fortschritt, den wir in Österreich hatten seit den 50er und 60er Jahren, eben unglaublich viel damit zu tun hat, dass permanente Vollbeschäftigung herrscht. Sobald wirklich sozusagen Arbeitsknappheit ist, haben es die Ausbeuter klarerweise nicht so leicht, weil die Leute dann sagen, okay, zu einem anderen. Ja, also, aber wenn ich, wie der Karl Marx das ja schon analysiert hat, wenn ich in Europa 10-20%, in Wahrheit ist nämlich die Arbeitslosenquote ein falscher Indikator. Selbst die Europäische Zentralbank hat geschätzt, dass sozusagen brachliegende Arbeitskräfte fast 20% der Beschäftigten, also des gesamten Arbeitskräftepotenzials sind, weil eben unheimlich viel Entmutigte sind, die also nicht mehr als arbeitslos gezählt werden, weil sie eh den Hut drauf gehabt haben sozusagen. Und solange es so eine riesige industrielle Reservearmee gibt, ja, das sind natürlich schöne Zeiten für alle, die ausbeuten wollen, und da gibt es nicht so wenig. Also sozusagen dieses, ich würde nicht sagen, die Lust an der Ausbeutung, aber einfach der Egoismus, sich einen Vorteil zu erzielen, indem ich einen anderen eben schlechter stelle. Ja, ich meine, das, ob sich sowas ausleben kann oder ob es beschränkt ist, das hängt unglaublich vom System Politik ab. Und das ist halt in den letzten 30 Jahren immer weniger sozialpolitisch aktiv gewesen. Ja, dann sage ich herzlichen Dank Ihnen hier im Donausaal für Ihre Fragen. Danke Ihnen hier am Podium für die spannende Diskussion. Wir haben unsere Zeit schon ein wenig überschritten. Und um 19.30 Uhr geht es hier pünktlich weiter mit dem Poetry Slam zum Thema Zwangsarbeit 4.0. Danke sehr.